Hallo, meine lieben Sternenfreundinnen und Sternenfreunde. Diesmal ist alles etwas anders als sonst. Es gibt nämlich nur ein Video für alle 12 Sternzeichen. Ich war im Oktober ziemlich krank, deshalb habe ich es leider nicht geschafft, eure Sternzeichen-Videos in aller Ausführlichkeit vorzubereiten, so wie ihr das gewöhnt seid. Außerdem arbeite ich mit Hochdruck an meinem Jahrbuch und das wird diesmal ganz super ausführlich mit ganz vielen wichtigen Informationen. Und das mit dem Ehrgeiz, dass es Anfang November erscheinen soll. Außerdem haben wir im November zwei astrologische Großereignisse. Jupiter geht in den Schützen und der Mondknoten wechselt in den Krebs. Und dazu möchte ich auch noch zwei Specials erstellen und arbeite da noch dran. Wahrscheinlich habe ich mich mit allem übernommen und mich selbst nicht an das gehalten, was ich euch immer über Saturn im Steinbock erzählt habe, nämlich, dass man seine Zeit sorgfältig einteilen muss und genug Pausen einplanen, sonst setzt einem der Körper eben Grenzen, durch die man dann gezwungen ist, sich endlich mal auszuruhen. Und deshalb muss ich diesen Monat darauf verzichten, 12 einzelne Sternzeichen-Videos zu produzieren, weil es im Moment einfach meine Kräfte und meine zeitlichen Kapazitäten übersteigt. Außerdem muss ich mir ja auch genug Zeit für meine Klienten nehmen, die Termine bei mir gebucht haben. Ich hoffe, ihr versteht das und seid mir nicht böse. Jetzt ist aber ausgerechnet der November so ein wichtiger Monat, in dem so viel passiert und so viele Dinge im Fluss sind und wir diesen unglaublichen Transformationsneumond haben. Deshalb will ich euch auf jeden Fall mit den wichtigsten Informationen über die kosmischen Tendenzen versorgen. In diesem Video gehen wir alle Sternzeichen durch und ich schreibe euch dann jeweils unten in die Videobeschreibung rein, wann welches Zeichen drankommt. Und auch im November habe ich wieder eine Verlosung für euch. Und zwar könnt ihr eins meiner super ausführlichen neuen Jahrbücher für 2019 gewinnen, sobald es erschienen ist. Und wie das geht und was ihr dafür machen müsst, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Jetzt wollen wir loslegen und die Konstellationen für den November für die einzelnen Sternzeichen durchgehen. Und wir fangen an mit den Widdern und Widder-Aszendenten. Für euch passieren rund um den Neumond am 7. November viele wichtige Dinge auf einmal. Der Mondknoten wandert aus dem Löwen in den Krebs in euer viertes Sonnenhaus der Familie. Und der Neumond selbst fällt in euer achtes Haus der Verbindlichkeiten und der Verantwortung. Und Jupiter wechselt in den Schützen und bildet dann für ein Jahr einen genialen Aspekt zur Widdersonne. In der Neumond-Meditation könnt ihr euch darüber Gedanken machen, was ihr euch in eurer festen Beziehung gegenseitig Gutes tun könnt. Nehmt euch doch vor, im Laufe der nächsten 4 Wochen eine erotische Fantasie umzusetzen. Ihr könnt aber auch langfristige Pläne machen, denn der Mondknoten deutet an, dass jetzt vielleicht das Thema Familienplanung ansteht. Oder ihr macht euch Gedanken, ob und wie ihr mit eurem Partner zusammenwohnen wollt. Jupiter selbst im Haus der Pläne und der Zukunftsvision inspiriert euch zusätzlich, große Pläne zu machen. Singles sollten die Zeitqualität nutzen, um sich darüber klar zu werden, was sie sich von einer verbindlichen Beziehung wünschen. Für sie könnte der Neumond der Beginn einer neuen Affäre werden, denn Venus und Mars versprechen knisternde Erotik. Zur Monatsmitte gibt es dann aber wieder einige Umschwünge. Am 15. November wechselt der Mars das Zeichen und geht in die Fische. Und anschließend wird die Venus in eurem Partnerhaus wieder direktläufig und der Merkur rückläufig. Das kann euch schon etwas ins Schwimmen bringen. Euer Herrscher Mars in den Fischen, das ist eine sehr fließende, emotionale Energie und es fühlt sich ganz anders an als vorher die 5 Monate mit Mars im Wassermann. Vielleicht reagiert ihr selbst ungewohnt emotional oder ihr habt mit anderen Leuten zu tun, deren Gefühle euch irritieren. Deshalb nehmt euch Zeit, die neuen Entwicklungen erstmal zu verdauen und lasst euch gefühlsmäßig nicht unter Druck setzen. Der Mars in den Fischen kann außerdem ein Gefühl von Energielosigkeit bei euch bewirken, weil er in euer 12. Haus geht und sich damit gewissermaßen zurückzieht. Falls nötig, nehmt euch in den kommenden 6 Wochen mehr Pausen. Das ist besonders wichtig, weil ihr auch beruflich so viel zu tun habt. Übrigens, an Silvester geht der Mars in den Widder und dann habt ihr wieder Power ohne Ende. Jetzt wollen wir für die Stiergeborenen und Stieraszendenten schauen. Für euch fällt der Neumond der Transformation am 7. November ins Partnerhaus.
Und in der Neumond-Meditation solltet ihr deshalb über eure Partnerschaft nachdenken. Vielleicht steht ein Neuanfang an. Vielleicht sind auch während der Rückläufigkeit der Venus Dinge vorgefallen, die eure Gefühle verändert haben. Und wie steht ihr jetzt dazu? Jedenfalls bildet der Neumond auch einen sehr schönen Romantikaspekt zu Neptun, der auch günstig für euch steht. Insofern beinhaltet er auch die Chancen, dass sich eure Beziehung wieder romantisch entwickeln wird. Und wenn ihr Single seid, ist es ein guter Neumond, um über eure Wünsche für eine mögliche Partnerschaft nachzudenken. Vielleicht habt ihr auch gerade eine spannende neue Affäre begonnen, besonders wenn ihr in der ersten Dekade Geburtstag habt. Wundert euch aber nicht, wenn sich nicht gleich Ergebnisse zeigen. Es stehen ja noch so viele Wechsel an und die Venus ist ja zunächst auch noch rückläufig. Aber ihr könnt euch schon mal darauf freuen, dass sie ab Anfang Dezember wieder im Vorwärtsgang durch euer Partnerhaus läuft, und zwar bis zum 6. Januar. Da können sich dann viele schöne, liebevolle neue Entwicklungen für euch ergeben. Und wenn ihr jetzt schon mal darüber meditiert, was ihr euch wünscht, seid ihr darauf gut vorbereitet. Sehr wichtig für euch ist auch der Wechsel von Mars zur Monatsmitte. Der geht nach fast 5 Monaten aus der Spannung zu eurer Sonne heraus und bildet dann für die kommenden 6 Wochen hier aus den Fischen einen freundlichen Aspekt zur Stiersonne. Und das heißt, die berufliche Anspannung der letzten Monate müsste nachlassen und auch die Neigung zu Konflikten und Auseinandersetzungen, sei es privat oder beruflich, müsste sich besänftigen. Am 16. November wird ja dann auch die Venus wieder direktläufig. Für euch ist das auch finanziell eine gute Nachricht, denn Verhandlungen und Vereinbarungen rund um eure gemeinsamen Werte kommen nun wieder in Gang. Aber weil gleichzeitig der Merkur rückläufig wird, solltet ihr trotzdem noch warten, ehe ihr etwas unterschreibt, und zwar bis zum 7. Dezember. Und wir kommen zu den Zwillingen und Zwillinge-Aszendenten. Für euch fällt der Neumond der Transformation in den beruflichen Bereich und aktiviert auch die Heilerachse im Horoskop. Wenn also in eurer Arbeitsumgebung oder auch für eure Gesundheit eine Veränderung ansteht, könnt ihr dazu um Hilfe und Inspiration bitten. Der Neumond bildet auch einen günstigen Aspekt zu Neptun, der bei euch im Karrierehaus steht. Für viele Zwillinge gab und gibt es unklare Situationen mit Vorgesetzten oder auch das Gefühl, nicht recht zu wissen, wo es in der Karriere langgehen soll. Ihr könnt diesen Neumond wunderbar nutzen, um mehr Klarheit hineinzubringen und um eine Harmonie zwischen eurem Verstand und eurem Bauchgefühl zu finden. Der Neumond bringt aber auch eine neue Energie in eure Partnerschaften, denn zeitgleich wandert der Jupiter in den Schützen und aktiviert dann für die kommenden 12 Monate euer Partnerhaus. Das ist super schön für euer soziales Leben und natürlich auch, um eine neue Liebe zu finden, wenn ihr noch Single seid. Mehr dazu gibt es dann in meinem Jupiter-Special, sobald es online ist. Am 15. November wechselt der Mars in die Fische und geht dann in euer Berufshaus. Das zeigt zwar eine Tendenz zu Diskussionen und Auseinandersetzungen im beruflichen Bereich an, kann aber auch einen neuen Schwung hineinbringen. Deshalb ist es günstig, wenn ihr euch zu Neumond berufliche Ziele setzt. Der Vollmond am 23. November fällt dann auf eure Partnerachse und zusammen mit den Aspekten von Venus und Mars ist das eine sehr flirtintensive Zeit für Zwillinge-Singles, besonders wenn ihr in der ersten oder dritten Dekade Geburtstag habt. Aber Vorsicht vor Missverständnissen oder verpassten Terminen, denn der Merkur ist in eurem Partnerhaus rückläufig und zwar vom 17. November bis zum 7. Dezember. Jetzt schauen wir bei den Krebsen und Krebsaszendenten. Für euch steht der Neumond ganz wundervoll, denn er fällt ins 5. Haus der Lebensfreude und ihr habt schöne Romantikaspekte. Denkt mal drüber nach, was ihr in den kommenden 4 Wochen oder sogar in den nächsten 12 Monaten für euch tun könnt, um eure Lebensfreude zu steigern. Wenn ihr fest liiert seid, ist es auch ein Neumond der erotischen Fantasien. Für euch ist natürlich super wichtig, dass während der Neumondphase der Mondknoten hier aus dem Löwen kommend in den Krebs wandert. Ich werde darauf in meinem Mondknoten-Special ganz ausführlich eingehen, aber hier schon mal so viel. Diese Energie fühlt sich für euch so an wie ein warmer Regen nach einer langen Durststrecke. Ihr werdet merken, dass eure besten Eigenschaften sich entfalten. In den nächsten 1,5 Jahren seid ihr Vorbilder und Türöffner für viele und ihr könnt selbst ganz tolle neue Leute kennenlernen. Seelenpartner werden euch finden.
Deswegen meditiert zum Neumond darüber, was euch glücklich macht und eure Lebensfreude steigert. Denn wenn ihr glücklich seid, könnt ihr die Potenziale, die durch den Mondknoten im Krebs angezeigt werden, am besten ausschöpfen und dabei auch noch die Menschen, die ihr mögt, beglücken. Mitte des Monats wird die Venus wieder direktläufig und der Mars wechselt das Zeichen. Und anschließend wird er für 6 Wochen in einen wunderbaren, produktiven Aspekt für euch gehen, hier im 9. Haus in den Fischen. Und die Venus läuft dann ab Anfang Dezember bis zum 7. Januar durch euer Haus der Lebensfreude. Auch wenn ihr im November vielleicht noch die eine oder andere Stimmungsschwankung habt, könnt ihr euch auf einen sehr schönen und harmonischen Jahresausklang freuen. Und weiter geht es mit den Löwen und Löwe-Aszendenten. Der Neumond der Transformation fällt in euren Familienbereich und ist verbunden mit Neptun, der bei euch im Haus der Ehe und der tiefen verbindlichen Beziehungen steht. Wenn ihr fest liiert seid und eine eigene Familie habt, solltet ihr zum Neumond darüber meditieren, wie ihr euer Familienleben in den kommenden 4 Wochen oder auch 12 Monaten gestalten wollt. Es sieht danach aus, als kämen jetzt wieder mehr Liebe und Harmonie auf. Jedenfalls könnt ihr eure diesbezüglichen Wünsche schon mal innerlich formulieren. Sie werden demnächst in Erfüllung gehen. Auch alleinstehende Löwen können über ihre Beziehung zur Herkunftsfamilie nachdenken. Vielleicht geht es darum, ob ihr Weihnachten zu euren Eltern fahrt oder etwas anderes unternehmt. Denn Jupiter verspricht schöne neue Impulse. Er wechselt ja zum Neumond in den Schützen. Das ist eine großartige Nachricht für euch, denn er bildet dann für die nächsten gut 12 Monate einen ganz prächtigen Aspekt zur Löwesonne. Und der verspricht hier im 5. Haus Lebensfreude, Party, Inspiration, Kreativität und auch erfüllende Erotik, wenn ihr einen Liebespartner habt. Zur Monatsmitte, wenn dann auch die Venus wieder direktläufig wird, wechselt der Mars in die Fische und geht dann nach 5 Monaten endlich aus dem Konfliktaspekt hier im Partnerhaus zur Löwesonne heraus. Deshalb kehren dann wieder mehr Frieden und Einigkeit in euren Beziehungen ein, auch wenn die Lilith weiterhin in eurem Partnerhaus steht. Und über die Bedeutung der Lilith könnt ihr euch nochmal in meinem Lilith-Special schlau machen. Und damit kommen wir zu den Jungfraugeborenen und Jungfrau-Aszendenten. Für euch fällt der Neumond der Transformation ins 3. Sonnenhaus. Da geht es ums Wissen und Lernen und die Kommunikation. Und das ist natürlich wunderbar für die neugierigen und wissbegierigen Jungfrauen. Dabei wird auch hier durch Neptun euer Partnerhaus aktiviert und das bringt dann eine ganz romantische Note rein. Wenn ihr in einer festen Partnerschaft seid, könnt ihr darüber meditieren, wie ihr die Kommunikation mit eurem Schatz liebevoll und romantisch gestalten könnt. Für Singles kann dieser Neumond den Neubeginn einer Romanze anzeigen, zum Beispiel mit jemandem, den sie zu Halloween kennenlernen oder bei einem Nachbarschaftsfest. Denn das 3. Haus zeigt auch eure unmittelbare Umgebung an. Und wenn ihr gerne schreibt, bloggt oder in der Werbung zu tun habt, kann euch dieser Neumond ganz wunderbare Inspirationen schenken. Sehr wichtig für euch ist auch die Phase um die Monatsmitte. Und da wird dann der Mars das Zeichen wechseln und anschließend wird die Venus wieder direktläufig, gleichzeitig aber auch Denkplanet Merkur rückläufig. Der Mars wechselt genau am 15. in die Fische und in euer Partnerhaus und das kann in den kommenden 6 Wochen eine Tendenz zu Konflikten anzeigen, die aber nicht unbedingt offen ausgetragen werden. Mars in den Fischen, der ist ja nicht so aggressiv, das läuft dann eher über das Emotionale. Vielleicht ist euer Gegenüber beleidigt oder zieht sich zurück, wenn was im Argen liegt. Der Vollmond am 23. November kann diese Tendenz verstärken. Auch der rückläufige Merkur kann zu Missverständnissen beitragen. Aber im Dezember wird die Venus im Vorwärtsgang nochmal durch euer 3. Haus laufen und dann fallen euch garantiert die richtigen Worte ein, um die Sache wieder ins Lot zu bringen. Und jetzt schauen wir in die Tendenzen für die Waagegeborenen und Waage-Aszendenten. Die Venus befindet sich im November in der Waage und wird dort auch wieder direktläufig. Das ist besonders für die Geborenen der 3. Dekade eine stressige Zeit, weil die Venus dann auch die Spannungsaspekte von Uranus empfängt und die Aufregungen wahrscheinlich nicht abreißen, sei es in der Liebe oder auch finanziell. Dauernd ändert sich was und es fällt euch schwer, Entscheidungen zu treffen. Lasst euch nicht verrückt machen und nicht unter Druck setzen. Ab dem 7. Dezember wird es besser.
Der Neumond am 7. November fällt bei euch ins zweite Haus der Finanzen und des Selbstwerts und er aktiviert auch euer Berufshaus. Ich glaube, das ist ein sehr schöner Neumond für alle Waagegeborenen, die spirituell oder heilerisch arbeiten oder die mit musischen oder künstlerischen Themen zu tun haben. Ihr solltet ihn nutzen, um über euren inneren Reichtum zu meditieren und darüber, wie ihr für eure Arbeit auch die entsprechende Vergütung erhaltet. Mit dem Neumond endet dann auch der günstige Einfluss von Jupiter auf euer Geldhaus. Danach steht er aber immer noch gut. Er geht dann in euer drittes Sonnenhaus und bildet für 12 Monate einen förderlichen Aspekt für euch. Das spricht dafür, dass ihr vor allem über eure sozialen Netzwerke und guten Kontakte auch finanzielle Möglichkeiten erschließt. Außerdem wandert der Mondknoten in euer 10. Sonnenhaus der Karriere. Das eröffnet euch großartige Chancen für euer Fortkommen, vor allem durch wichtige Menschen, die euren Weg kreuzen. Über diese neuen Energien erfahrt ihr alles in meinem Jahrbuch 2019 und in meinen beiden Specials über Jupiter und Mondknoten, sobald sie online sind. Zur Monatsmitte seid ihr bestimmt sehr erleichtert, wenn die Venus endlich wieder direktläufig wird und Entscheidungsprozesse langsam wieder in Gang kommen. Wobei der rückläufige Merkur da bis zum 7. Dezember nochmal Sand ins Getriebe bringen kann. Mit dem Wechsel von Mars in die Fische ändert sich wahrscheinlich eure persönliche Energie spürbar, denn der Powerplanet bildet da nicht mehr so einen produktiven und schwungvollen Aspekt für euch, wie in der letzten Zeit, in den letzten 5 Monaten, als er noch durch den Wassermann ging. Im Gegenteil, wahrscheinlich müsst ihr in den kommenden 6 Wochen gelegentlich etwas kürzer treten. Aber ihr könnt euch schon mal darauf freuen, dass die Venus im Dezember im Vorwärtsgang wieder durch euer Geldhaus laufen wird, sodass ihr wahrscheinlich finanziell einen sehr guten Jahresabschluss haben werdet. Und es geht weiter mit den Skorpionen und Skorpion-Aszendenten. Für euch ist dieser Neumond der wichtigste im ganzen Jahr, weil er in eurem eigenen Zeichen stattfindet, beziehungsweise im ersten Haus. Und das bedeutet, dass ihr die Energie dieses Neumondes nutzen könnt, um euch selbst oder euer Leben oder auch euren Körper zu transformieren. In der Neumond-Meditation könnt ihr zum Beispiel darüber nachdenken, was ihr in den nächsten 4 Wochen oder auch in den kommenden 12 Monaten Wichtiges verändern wollt, wovon ihr loslassen wollt und was ihr gern Neues in euer Leben ziehen möchtet. Bestimmt sind für viele von euch auch wichtige Partnerschaftsthemen mit dabei. Sei es, dass ihr euch in der bestehenden Partnerschaft eine Neugestaltung wünscht oder, wenn ihr Single seid, dass sich für euch eine neue Beziehung ergibt. Der Neumond bildet auch einen Harmonieaspekt zu Romantikplaneten Neptun in eurem 5. Haus und dann denkt ihr vielleicht über wunderbare neue kreative Projekte nach oder darüber, wie ihr zärtliche erotische Fantasien umsetzen könnt, wenn ihr einen Liebespartner habt. Wichtig für die Transformation ist auch, dass ihr die Energie von Jupiter in eurem eigenen Zeichen nun loslassen müsst. Er zieht weiter in den Schützen und bildet dann keinen Hauptaspekt mehr zur Skorpionsonne. Er steht aber trotzdem weiter günstig für euch in eurem 2. Haus des Geldes und des Selbstwerts. Mehr dazu erfahrt ihr in meinem Special über Jupiter im Schützen, sobald es online ist. Zur Monatsmitte passiert noch was ganz Wichtiges für euch. Der Mars wird nämlich nach 5 Monaten aus dem Konfliktaspekt in eurer Sonne herausgehen und in die Fische wechseln, wo er euch für die kommenden 6 Wochen mit einer schönen, produktiven Energie versorgt. Und anschließend wird dann die Venus wieder direktläufig, ist aber noch in eurem 12. Haus ein bisschen versteckt. Sie wird aber den ganzen Dezember und bis zum 6. Januar nochmal durch euer Zeichen laufen, sodass ihr euch auf eine liebevolle Weihnachtszeit freuen könnt. Und wir kommen zu den Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten. Für euch bringt dieser Neumond eine ganz gewaltige Transformation, denn während der Neumondphase wird euer Herrscher, Glücksplanet Jupiter, das Zeichen Schütze betreten. Zuvor war Jupiter 1 Jahr lang in eurem 12. Sonnenhaus nicht so direkt greifbar für euch, sondern der Einfluss war subtiler, vielleicht ein inneres Gefühl der Weisheit und der spirituellen Führung und des geistigen Schutzes. Doch ab dem 8. November wird Jupiter wieder ganz präsent für euch werden. Das ist ein sehr schönes Gefühl für euch, denn eure Glückskräfte kehren zurück und ihr spürt, wie euer gewohnter Optimismus wieder in euch aufsteigt. Ihr befindet euch dann am Höhepunkt eines 12-jährigen Erfolgszyklus.
Alles darüber erfahrt ihr in meinem Special über Jupiter im Schützen und auch im Jahreshoroskop 2019 bin ich ausführlichst darauf eingegangen. Die Besonderheit ist, dass Jupiter im nächsten Jahr eine Spannung zu Neptun bilden wird, was den Genuss dieser Konstellation einerseits erhöht, was aber andererseits auch einige Tücken mit sich bringt und es euch schwer machen kann, realistische Entscheidungen zu treffen. Die Geborenen der ersten Dekade können aber den Jupiter-Einfluss noch ungetrübt bis Ende Dezember genießen. Der Neumond selbst fällt in euer 12. Sonnenhaus, wo das ganze letzte Jahr über Jupiter stand. Und für die Meditation bietet sich deswegen an, dass ihr darüber nachdenkt, welche eurer Erkenntnisse und Pläne der vergangenen 12 Monate ihr nun in die Welt bringen und manifestieren wollt. Wichtig für euch wird auch der Übergang von Mars in die Fische zur Monatsmitte, wenn gleichzeitig auch die Venus wieder direktläufig und der Merkur rückläufig wird. Der Mars wird dann für die kommenden 6 Wochen einen angespannten Aspekt zur Schützesonne bilden, was mögliche Konflikte anzeigt, wahrscheinlich im Bereich eurer Familie oder Heim. Der Vollmond am 23. November verstärkt diese Spannung noch bis Ende des Monats. Der findet ja dann im Schützen statt. Am 22. geht die Sonne in Schützen und dann verbindet sich der Vollmond hier gleich mit Jupiter und steht in Spannung zum Mars. Und der Merkur trägt auch noch mit dazu bei, dass es Missverständnisse geben kann. Achtet deswegen bitte darauf, dass ihr auf emotionale Konflikte nicht herablassend oder mit einem Scherz reagiert, sondern nehmt die Gefühle eurer Lieben ernst. Und jetzt wollen wir uns den Steinböcken und Steinbock-Aszendenten zuwenden. Für euch findet der Neumond der Transformation im 11. Sonnenhaus der Freundschaften statt. Und da ist ja auch die Venus rückläufig geworden. Vielleicht haben sich Freunde von euch vorübergehend zurückgezogen. Und der Neumond bietet eine gute Gelegenheit, darüber nachzudenken, wie ihr damit in den kommenden 4 Wochen oder auch 12 Monaten umgehen wollt. Und wenn ihr euch innerlich damit beschäftigt, verbessert ihr auch die Chancen auf einen Neuanfang und eine Aussprache unter Freunden. Vielleicht denkt ihr auch darüber nach, wie ihr euer berufliches Netzwerk transformieren und in Zukunft gestalten wollt. Starke transformatorische Kräfte hat für euch auch der zeitgleiche Eintritt des Mondknotens in den Krebs. Er geht damit in euer Partnerhaus und zeigt eine Zeit äußerst wichtiger Begegnungen an und für Singles die Chance, ihren Seelenpartner zu finden. Gleichzeitig geht dann der absteigende Mondknoten durch euer eigenes Zeichen und verbindet sich dort mit Saturn und Pluto, was eine Verbindung zu eurem Karma anzeigt. Ihr könnt die Neumond-Meditation auch nutzen, um euch Gedanken über eure Vergangenheit und euer Karma zu machen. Ihr könnt aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, indem ihr erkennt, welche Handlungen eure Gegenwart beeinflusst haben und wie ihr nun eure Zukunft positiv gestalten könnt. Mehr dazu und natürlich auch über den Eintritt von Jupiter in den Schützen, der in euer 12. Haus der Spiritualität geht, erfahrt ihr demnächst in meinen Specials über Jupiter und den Mondknoten. Wichtig für euch ist auch die Phase um die Monatsmitte. Wenn die Venus am 16. dann wieder direktläufig wird, gleichzeitig der Mars das Zeichen wechselt. Und das werdet ihr spüren, denn der Mars bildet dann nach 5 Monaten wieder einen Aspekt zur Steinbocksonne, die geht dann hier in die Fische, und zwar einen förderlichen Einfluss, der in den kommenden 6 Wochen eure Produktivität und Überzeugungskraft steigert. Dabei habt ihr gleichzeitig sehr feine Antennen für die Bedürfnisse und Empfindungen der Menschen, die ihr überzeugen wollt. Das ist ein sehr guter Aspekt für euer persönliches Marketing oder wenn ihr als Blogger, Texter oder in den Medien tätig seid. Und jetzt sind die Wassermann-Geborenen und Wassermann-Aszendenten an der Reihe. Für euch fällt der Neumond in euer 10. Sonnenhaus der Karriere. Für viele von euch geht ein bewegtes Jahr bald zu Ende, in dem ihr beruflich neue Chancen ergriffen habt und wahrscheinlich auch sehr viel gearbeitet und keine Anstrengung gescheut habt. Ihr könnt den Neumond nutzen, um jetzt schon mal über eure beruflichen Pläne für 2019 nachzudenken. Mit dem Neumond wird der Jupiter aus der Spannung in eine Harmonie zur Wassermannsonne gehen, was eine große und angenehme Transformation ist, hier in euer 11. Haus der Freunde. Euer soziales Leben, Freundschaften und auch berufliche Beziehungen werden aufblühen und wahrscheinlich habt ihr auch wieder mehr Zeit, euch anderen Menschen zu widmen.
Allerdings müsst ihr euch nun von der Energie des Mondknotens in eurem Partnerhaus verabschieden. Er wandert ab dem Neumond in euer sechstes Sonnenhaus und das zeigt unter anderem an, dass berufliche Kontakte, auch persönlich, einen großen Einfluss auf euch ausüben. Was da sonst noch für euch wichtig ist, erfahrt ihr dann, wenn mein Special über den Mondknoten online ist. Am 15. November wird der Mars nach 5 Monaten in eurem Zeichen weiterziehen und aus der direkten Konjunktion mit der Wassermannsonne herausgehen. Wahrscheinlich könnt ihr dann endlich mal wieder durchschnaufen und etwas vom Gas gehen. Das hohe Tempo der letzten 5 Monate, verbunden mit vielen Hindernissen und Widrigkeiten, die ihr zu überwinden hattet, hat bestimmt eine Menge von euch gefordert und auch dazu geführt, dass ihr euch nicht genug um nahestehende Menschen kümmern konntet. Das sollte jetzt besser werden. Außerdem geht der Mars in den kommenden 6 Wochen durch euer Geldhaus, hier das zweite Haus. Und wenn euch noch Geld zusteht, solltet ihr das dann bekommen. Wenn ihr selber noch Geld schuldet, solltet ihr es allerdings dann auch bezahlen. Direkt im Anschluss wird die Venus wieder direktläufig und wird dann den Dezember über bei euch nochmal durch das Karrierehaus laufen, so dass ihr wahrscheinlich vor Weihnachten nochmal eine erfolgreiche Phase durch gute berufliche Beziehungen haben werdet. Und das sind die wichtigsten Tendenzen, wenn ihr Fische oder Fische-Aszendent seid. Für euch steht der Neumond vom 7. November ganz wunderbar, denn er steht in eurem 9. Haus der neuen Pläne und Abenteuer und er verbindet sich mit eurem Herrscher Neptun, der bei euch im Zeichen steht. Für die Neumond-Meditation bietet es sich also an, dass ihr ganz generell über eure Lebenspläne der kommenden 4 Wochen oder auch der nächsten 12 Monate nachdenkt. Und dabei seid ihr sehr inspiriert und erfüllt von dem guten Gefühl, im Einklang mit den kosmischen Energien zu sein. Alles ist im Fluss, aber ihr versteht das und könnt genau erfühlen, was das Richtige für euch ist. Mit dem Neumond wird der Jupiter aus der Harmonie in eine Spannung zu eurer Sonne gehen, und zwar in euer 10. Sonnenhaus der Karriere. Er verspricht große Erfolgschancen für 2019, wobei die Bedingung dafür ist, dass ihr euch um große Klarheit bemüht und dass ihr für eine angenehme und friedvolle Arbeitsatmosphäre sorgt. Der Mondknoten geht in den Krebs, ebenfalls in Harmonie zu eurer Sonne und läuft dann durch euer 5. Haus der Lebensfreude und der Kinder. Wenn ihr einen Kinderwunsch habt, kann sich dieser in den kommenden 1,5 Jahren erfüllen. Und das ist natürlich eine gewaltige Transformation. Da könnt ihr ja auch in der Meditation drüber nachdenken. Alles über diese unfassbar wichtigen kosmischen Entwicklungen erfahrt ihr in meinem Jahrbuch 2019 und in den beiden Specials über Jupiter und Mondknoten, sobald die online sind. Um die Monatsmitte gibt es nochmal eine ganz wichtige energetische Entwicklung für euch. Dann geht nämlich der Mars in euer Zeichen, nachdem er vor 5 Monate lang in eurem 12. Haus versteckt war und für so manche Unruhe hinter den Kulissen gesorgt hat. In den kommenden 6 Wochen profitiert ihr jetzt von einem angenehmen, feinen Energiestrom. Ihr könnt mühelos feinstoffliche Energien anzapfen und spürt ganz allgemein einen Anstieg eures Energielevels. Anschließend wird dann auch die Venus wieder direktläufig und sie wird den ganzen Dezember über mit einem positiven Aspekt für euch da sein. Zum Vollmond am 23. November und dann noch bis zum Monatsende kann es allerdings noch berufliche Spannungen geben, zumal dann der rückläufige Merkur auch in eurem 10. Haus steht. Wahrscheinlich sind meistens fehlende Infos und Missverständnisse die Ursache. Versucht euch davon nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Das waren eure Konstellationen im November. Wenn ihr eine ganz persönliche Beratung zu eurem Horoskop braucht, bin ich gern für euch da. Aber meldet euch bald, ich bin zum Jahresende hin immer recht ausgebucht. Ruft einfach auf meinem Kundentelefon an oder schaut auf meiner Homepage vorbei. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 2. November um 18.30 Uhr und dann gibt es wieder eins, am 7. Dezember, ebenfalls um 18.30 Uhr. Und da könnt ihr mir wie immer eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Wenn ihr an der Verlosung für mein neues Jahrbuch 2019 teilnehmen wollt, ist das ganz einfach. Postet mir hier auf YouTube einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos auf Facebook mit euren Freunden teilt. Zum Abonnieren einfach hier klicken,
dann erfahrt ihr auch automatisch, wann ich neue Videos hochlade. Zum Beispiel die neuen Specials über Jupiter im Schützen und Mondknoten im Krebs. Und aktuell sind diese Videos wichtig über Lilith im Wassermann, Uranus im Stier und über Chiron. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.